Die Gitarre auf dem Stuhl wartet darauf, dass sie sie spielen. Und es gibt tatsächlich nochmal ein Novum oder eine Premiere bei einer Böcklein Musik Talkshow. Ich kann sitzen bleiben und mein Gast spielt ganz alleine. Oh Gott. Ja, ich habe mir ja am Anfang gedacht, weil ich so außen saß, dass ich ja vielleicht als Erster dran komme. Und als Erster hat man immer den Vorteil, dass das Gedächtnis ja meistens nicht so gut ist. Das heißt, wenn man sich blamiert, dann vergessen es die Leute meistens. Aber jetzt bin ich doch eher am Schluss. Aber naja, ich versuche mal das Beste. Auch eine schöne Theorie. Ja, ja, die hat sich auch aus meiner Sicht zumindest bestätigt. So, müssen wir mal gucken. Was singen Sie denn? Ich will es jetzt nicht so schlecht machen. Ich hoffe, Sie laufen nicht davon. Nee. Also ich spiele von den Kinks, Sunny Afternoon. Finde ich ein ganz tolles Stück. Vor allem super Bassline, aber darüber können wir später noch reden, weil ich kann lange über Musik reden. Aber dazu haben wir heute keine Zeit, glaube ich. Taxman's taken all my dough and left me in my stately home, lazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht. He's taken everything I've got, and all I've got is sunny afternoon. Save me, oh, save me from the squeeze. Got a big fat mama trying to break me, and I love to live so pleasantly, love to live so pleasantly, live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon in the summertime, in the summertime. Oh, in the summertime, my girlfriend's run off with my car and gone back to her ma and pa, for telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, lazing on a sunny afternoon. Help me. Give me two good reasons why I ought to stay. And I love to live so pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon in the summertime, in the summertime, oh, in the summertime. Super. Tolle Stimme. Danke. Und auswendig. Ja, man so halb, ne? Ja, ne, das war auswendig. Ja. Wenn man nicht. Ja, das ist heiß. Cool. Schöne Sache.